Jetzt kommen wir in eine andere sehr interessante Abteilung. Hier befinden sich die in der elektronischen Fabrik VEF produzierten Radios, die schon damals, in den 30er Jahren, wohl einen recht hohen technischen Standard aufwiesen. Die will ich jetzt mal vorstellen. Die Fabrik existierte bis in die 90er Jahre hinein. Es wurde auch in Lettland wie in der DDR alles nach der Wende platt gemacht, damit die westlichen Firmen ihre Produkte verkaufen konnten. So hat diese VEF-Firma sogar Telefone für die deutsche Telekom produziert, die hier deutlich billiger, 3-4 Mal billiger waren als in Deutschland. Man kann hier lesen, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Radio zeigen, aber einige Modelle. Dieses zum Beispiel stammt aus dem Jahre 1939, sieht also schon recht modern aus für die damalige Zeit. Ebenfalls 1939. Dieses Radio stammt von 1940, also ein Jahr später. Besonders faszinierend finde ich dieses Modell, was auch gleich zu erkennen ist daran, Baujahr 1937 entwickelt. Und man sieht dort eine Weltkugel und je nachdem, wo man den Sender einstellt, leuchtet ein Lämpchen auf. Das finde ich schon sehr interessant. Also, wie gesagt, stellt man zum Beispiel im Deutschen Reich einen Sender ein, dann leuchtet da die entsprechende Lampe. Dieses Modell ist von 1934. Also man sieht eine recht interessante Sammlung unterschiedlichster Modelle, was ich jetzt hiermit abschließe. Jetzt geht es wieder weiter zu den Fahrzeugen.